Mein Name ist Maren Terbrücken und ich arbeite als wissenschaftliche Volontärin hier am Museum. Der norwegische Maler und Grafiker Edvard Munch war seit seiner Kindheit von Trauer, Tod und Krankheit fasziniert, denn er wurde schon früh mit diesen Themen konfrontiert. Seine Mutter und ältere Schwester starben beide früher an Tuberkulose und auch seine jüngere Schwester litt an Depressionen und war deswegen in ärztlicher Behandlung. Munch selbst war auch von schwacher Gesundheit und verhandelt eben diese Schattenseiten seiner Kindheit in zahlreichen Gemälden und Grafikserien. So ist auch der Grundton des Gemäldes Das weinende Mädchen von 1909 von Melancholie bestimmt. Er malte das Gemälde in 5 verschiedenen Versionen nach einer fotografischen Vorlage. Zu sehen ist eine junge, nackte Frau, die in einem Schlafzimmer vor einem Bett steht, dessen Kissen und Decken aufgewühlt sind. Die Körperhaltung der Frau ist geduckt und sie hält den Kopf tief gesenkt. Munch arbeitet hier vor allem mit einer starken Farbigkeit. Der helle Hautton der Frau steht im starken Kontrast zu dem Rot ihres Kopfes. Und eben dieses Rot findet sich auch im Tapetenmuster wieder. Munchs typischer expressionistischer Farbauftrag wirkt hier sehr flüchtig und verweist auf seine innere Bewegtheit. Die Farbspritzer an der Wand wirken eben auch wie Blutspritzer. Das Gefühl der Traurigkeit überträgt sich hier vor allem über diese Körperhaltung der Frau, denn eine Mimik ist nicht zu erkennen, und über die Farbigkeit. Munch hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Frauen, was sich auch hier in der Farbwahl widerspiegelt. Symbolisch steht das Grün der Tapete für das Dämonische bzw. Giftige und das Rot steht für Liebe und Leidenschaft. Munch verhandelt in vielen Gemälden auch diese eigenen problematischen Liebesbeziehungen, die er geführt hat in seinem Leben. Die Auseinandersetzung mit den menschlichen Gefühlen charakterisiert ihn als Vertreter des Symbolismus, denn er interessierte sich auch eben für Träume und verbotene Sehnsüchte. Das Gemälde hier ist eines der Hauptwerke der Sammlung der Moderne des Museums.